Hey, schön, dass du wieder da bist hier in diesem Samstagabend. Ich will hier heute über ein ganz wichtiges Thema mit dir reden, nämlich geht es darum, dass wir beide zusammen lernen, Frauen besser zu verstehen. Das ist ein Video einer mehrteiligen Reihe, in der es immer darum gehen wird, gewisse Aspekte der Frau besser zu verstehen. Und im heutigen Video werde ich dir zeigen, was sich eine Frau wünscht, was für einen Mann sich eine Frau wünscht und was sie wirklich anziehend findet. Denn viele der Sachen, von denen wir bis jetzt denken, dass Frauen es anziehend findet, weil uns das unsere Eltern oder die Gesellschaft oder die Schule oder wer auch immer beigebracht hat, sind falsch und sorgen dafür, dass so viele Männer ihre Frauen, ihre Partnerinnen verlieren. Und ich habe das Gleiche erlebt, deswegen bin ich jemand, der da aus Erfahrung zu dir sprechen kann. Ich weiß, wie blöd das sein kann und wie unnötig das auch ist, wenn man weiß, worauf es wirklich ankommt. Bevor wir ins Video durchstarten, klick oben auf das Bild und lad dir meinen Gratis-Report runter, in dem du lernst, wie du eine Frau in eine Beziehung bekommen kannst, ganz egal, ob du sie schon länger kennst oder gerade erst kennengelernt hast. Zusätzlich dazu wirst du Teil meines Online-Coachings, in dem ich dir Informationen gebe, die ich sonst normalerweise nur zahlenden Kunden von mir gebe und die wir du vollkommen gratis bekommen, wenn du dich da oben mit einem Klick auf das Bild einträgst. Frauen verstehen und was Frauen wollen, was Frauen attraktiv finden. Eins vorweg, die meisten Frauen finden nicht das attraktiv, von dem du jetzt vielleicht denkst, dass sie es attraktiv finden. Ganz klassische Sachen, von denen man denkt, dass Frauen es attraktiv finden, sind: Hey, du musst ein Gentleman sein, halt ihr die Tür auf, lad sie zum Essen ein, sei immer nett, sei zuvorkommend, sei freundlich. Und ich sehe es immer noch im Internet, ich sehe so viele Fotos von Männern, die ein Foto von sich posten und darunter schreiben. Ich habe es gerade erst letztens gesehen, ich ärgere mich gerade, dass ich es nicht fotografiert habe, um es dir jetzt zeigen zu können. Aber da hatte ein jüngerer Mann ein Foto gemacht und hat darunter geschrieben: Hey, was ist denn eigentlich los mit euch Frauen? Ich bin einfach nur nett und möchte nur suchen eine Freundin und finde keine und ihr lasst euch immer auf die Leute ein oder die Typen ein, die euch verletzen. Dabei bin ich einfach ein netter Typ, der einfach nur Liebe sucht und ein Kuschelbär ist oder sowas. Ja? Und ich lese immer wieder solche Nachrichten und ich kenne das von mir selbst, weil ich war selber früher so ein Typ. Ich war selber jemand, der immer beste Freundin hatte, mit denen ich geredet habe und ich habe sie betreut und sie beraten, wie sie dann mit ihrem Arschlochfreund umgehen sollen, den sie gerade hatten. Wobei ich eigentlich viel lieber an seiner Stelle gewesen wäre. Ich kenne dieses Problem, ich weiß, wie sehr das wehtut und wie ätzend das ist. Und das beruht viel darauf, dass wir eben Sachen falsch sehen, so wie ich es eben erklärt habe. Nett sein, Gentleman, Tür aufhalten, ja, nichts Sexuelles sagen, keine sexuellen Anspielungen, sei nicht sexuell, vielleicht mal später. Diese Sachen sorgen eben dafür, dass die Frau sich nicht von dir angezogen fühlt. Und jetzt will ich dir verraten, wie du dafür sorgst, dass sie sich tatsächlich von dir angezogen fühlt. Und zwar ist es so, und das ist gerade in Beziehungen so, die Frau will nicht den Mann, der sie mehr als alles andere will. Ich wiederhole das nochmal. Die Frau will nicht den Mann, der sie mehr als alles andere will. Wenn du gerade eine Frau triffst oder wenn du in einer Beziehung bist gerade und du merkst, hey, die Frau ist so deine Priorität, das Wichtigste in deinem Leben, von der Frau hängt alles ab, mit der Frau steht und fällt dein Wohlbefinden, dein Glück, dann weißt du, dass du in einer echt beschissenen Situation bist und ein bisschen Abstand zu der Frau gewinnen solltest, um mal wieder ein bisschen zurück zu dir selbst zu finden. Denn oft sagen uns die Frauen auch vielleicht, hey, streng dich mal ein bisschen mehr an oder sei mal ein bisschen mehr da oder sei mal ein bisschen liebevoller, sei mal dies und das, investiere mehr Zeit hier in die Beziehung. Aber eigentlich will die Frau das überhaupt nicht. Die Frau will nicht, dass sie deine Nummer 1 ist. Sie will, dass du ihr sagst, dass sie die Nummer 1 ist und sie will auch die Nummer 1 sein unter den Frauen. Aber sie will nicht die allerhöchste Priorität in deinem Leben sein. Das funktioniert nicht. Könntest du dich vielleicht fragen, was ist denn oder was sollte denn die höchste Priorität in meinem Leben sein? Und das musst du absolut selbst herausfinden, ja? Es könnte dein Job sein, es könnte irgendeine andere Mission sein, die du hast. Vielleicht hast du einfach noch keine Mission oder keine Richtung, in die es gehen soll und entwickelst sie gerade, auch völlig in Ordnung. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in einem Punkt, wo du eine Frau triffst oder in einer Beziehung mit einer Frau bist und du merkst, okay, die Dynamik, die verändert sich irgendwie, es wird irgendwie unschön, die Beziehung wird mir immer wichtiger und ich denke ständig drüber nach und ich reagiere ständig auf alles, auf jeden emotionalen Ausbruch der Frau, habe ich Angst davor, weil ich damit nicht umgehen kann, dann weißt du, du bist ein bisschen geschwächt in deiner Männlichkeit, um das mal so zu nennen, in deinem männlichen Kern. Und was du dann machen kannst und machen solltest, ist, dass du dir einen Abstand gönnst, dass du sagst, hey, pass auf, ich brauche mal eine Woche Zeit für mich und dann ziehst du dich einfach mal zurück von der Frau, triffst dich mit Freunden, machst so ein paar Dinge für dich und findest mal wieder so ein bisschen zurück zu dir selbst. Ich habe letztens mit einem Mann darüber gesprochen, der das Gleiche gerade
gemacht hat von sich aus, das fand ich sehr stark. Der hatte Probleme mit seiner Freundin in seiner Beziehung und dann hat er zu seiner Freundin gesagt, hey, pass auf, ich brauche mal 3 Wochen, 4 Wochen Abstand, weil er genau wusste, wenn es so weitergeht, dann ist die Beziehung bald vorbei. Und das ist halt der Grund, warum die meisten Beziehungen von Männern enden. Und das ist nämlich der Grund, weil die Männer zu viel Energie in die Beziehung stecken, die Frau zu sehr wollen, die Frau ist der einzige Lebensinhalt. In dem Moment, wo die Frau merkt, dein Glück ist von ihr abhängig, dein Glück, dein Zufriedensein ist komplett von ihr abhängig, bist du verloren. Entweder nimmst du Abstand und sorgst dafür, dass du wieder selbst auch glücklich sein kannst mit dir und den Dingen, die du machst, oder du bist verloren. Die Beziehung ist verloren. Das ist kein Witz. Du wirst die Frau verlieren. Hundertprozentig. Nimm Abstand. Du merkst auch daran, dass Abstand nehmen eine gute Sache ist, merkst du auch daran, dass es dir am allerschwersten fällt. Du willst keinen Abstand nehmen. Das willst du überhaupt nicht. Das ist das Letzte, was du willst. Du denkst dir, nein, wenn ich jetzt Abstand nehme, dann ist sie weg. Dann ist sie bei einem anderen Mann. Glaub mir, sie wird bei einem anderen Mann sein, wenn du nicht Abstand nimmst in diesem Moment. Wenn du nicht von vornherein dafür sorgst, dass die Frau nicht der wichtigste Teil deines Lebens ist. Und das will sie auch so. Ich schwöre es dir, ich verspreche es dir. Ja? Es ist meine persönliche Erfahrung, das ist die Erfahrung von vielen anderen Trainern, das ist die Erfahrung von vielen Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Vielleicht gibt es Ausnahmen draußen, mag ja sein, aber der Großteil der Frauen will das nicht. Er will nicht, dass sie der wichtigste Part in deinem Leben sind. Und wie gesagt, sie können die wichtigste Frau sein, das wollen sie durchaus. Sie wollen die Nummer 1 sein, die Nummer 1 Frau in deinem Leben, aber sie wollen nicht die Quelle deines Glücks, die Quelle deines Zufriedenseins sein. Das funktioniert nicht. Und wenn du jetzt merkst, du bist an diesem Punkt und bist voll abhängig von der Frau, dann nimm jetzt Abstand oder verliere die Frau für immer. Das kannst du dir aussuchen. Und das ist mir selbst schon passiert. Und deswegen sage ich dir, das ist nicht geil, das macht keinen Spaß. Mach es lieber anders. Das zu dem Thema, Frauen verstehen, was Frauen wirklich anzieht. Frauen werden eben dadurch angezogen, wenn sie merken, hey, dieser Mann hat eine Mission in seinem Leben. Für diesen Mann gibt es irgendwas, was wichtiger ist als unsere Beziehung. Aber trotzdem kümmert er sich um die Beziehung. Es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, ist mir doch alles egal, die Frau ist mir scheißegal, ich behandle sie schlecht, sie ist mir kackegal. Nein, sie kann dir ja super wichtig sein, ist ja in Ordnung. Sie soll dir auch wichtig sein, sollst du ihr auch zeigen. Du kannst ihr das doch gerne zeigen. Du musst doch gar nicht spielen, so habe ich das nämlich manchmal früher gemacht, als wäre die Frau dir nicht wichtig. Ach, du bist mir gar nicht so wichtig. Bullshit. Ja, du kannst dir gerne zeigen, wie wichtig sie dir ist, aber mach ihr auch klar und mach vor allem auch dir klar, dass es da etwas anderes gibt, was noch wichtiger ist. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann solltest du es herausfinden. Ich kann dich gerne auf dieser Reise begleiten. Am besten ist es, du trägst dich in mein Online-Coaching ein, entweder mit einem Klick da oben aufs Bild oder mit einem Klick unten in die Beschreibung. Da bekommst du regelmäßig von mir Inhalte, die ich sonst nur auf meinen Seminaren mit Männern teile. Und da geht es eben auch darum, wie du deinen eigenen Weg findest, wie du deine Mission findest und dadurch nicht mehr abhängig von den Frauen wirst. Denn bist du abhängig von den Frauen, verlierst du alle Frauen Hand drauf. Und du kannst es selbst durchmachen, diese Phase. Du kannst eine tolle Beziehung führen und dadurch Abhängigkeit deine Beziehung zerstören oder dadurch, dass du deinen eigenen Weg verlierst und vergisst oder vielleicht noch nie gefunden hast. Oder du kannst dich jetzt darum kümmern, dass deine Beziehungen in Zukunft geil werden, glücklich und auch halten und nicht nach einem Jahr kaputt gehen, weil sie sich einen anderen Typen sucht, der es ihr besser besorgen kann, der stärker ist, der männlicher ist. Das muss nicht sein. Du musst nicht so verletzt werden, denn das ist sehr verletzend. Deswegen finde deinen Weg, geh deinen Weg. Wenn du nicht weißt, wie gesagt, wie du hinkommen sollst, trag dich da oben ein. Unten ist auch nochmal ein Link. Hör auch gerne meine Podcasts. Ja, die findest du auf iTunes, indem du einfach Tim Enderwolzen eingibst oder noch mehr Erfolg mit Frauen. Je mehr Dinge du von mir lernst, desto besser wird es für dich laufen in deinen Beziehungen mit Frauen. Und du kannst auch gerne Dinge von anderen Trainern lernen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn du einen Trainer hast, der dir gefällt, mit dem du vibest, wo du denkst, das passt zu mir, dann lerne erstmal von diesem Trainer und nicht von 1000 Trainern. Wenn du von 1000 Trainern lernst, und es gibt so viele da draußen, dann bist du vollkommen durcheinander. Jeder sagt dir ein bisschen was anderes. Jeder drückt Sachen auch ein bisschen anders aus. Deswegen lern von mir, wenn du denkst, ich bin ein Trainer, der dir helfen kann und ich weiß, ich kann dir helfen. Trag dich dort oben ein für das Online-Coaching. Geil, dass du dabei warst hier an diesem Samstagabend. Wirklich, danke, dass du dabei warst. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du das Video schaust, dass du deinen Erfolg mit Frauen verbessert hast und vor allem, dass du auch noch da bist jetzt am Ende des Videos, weil viele Leute, genau wie bei Büchern, schaffen es nicht über die ersten 10 Seiten, alias die ersten 35 Sekunden eines Videos. Wie faul sind denn die Männer eigentlich heutzutage? Toll, dass du noch hier bist. Ich freue mich. Wir sehen uns ich vergesse immer die Videozeiten. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Am Dienstag und am Sonntag kommt übrigens immer der Podcast. Da kannst du dann noch auf iTunes auch gerne vorbeischauen. Wenn du selbst kein iTunes hast, ist das gar nicht schlimm. Du kannst dir auch eine
Podcast-App auf dein Handy laden. Die ist im Apple Store genauso wie im Samsung Store verfügbar. Und dann kannst du auch meine gratis Podcasts hören, in denen du auch geile Informationen bekommst. Unter anderem zum Thema Frauen verstehen, Frauen erobern, Frauen ansprechen, Frauen kennenlernen, Frauen verführen und so weiter. Wir sehen uns Donnerstag. Cool, dass du hier warst. Bis dahin. Ciao.